Alter. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Underwater Tackle JDM Tooltip. Mit diesem Video will ich eine neue Videoreihe eröffnen, in der es sich nur um JDM-Produkte handeln soll. Ich als bekennender JDM-Fan dachte mir, dass es hierbei vielleicht das ein oder andere sehr hilfreiche Tool für euch gibt. In diesem Video, wie der Titel auch schon verraten hat, geht es um das Daiichi Line Spooling Device für Spinning Reels. Also ein Gerät oder ein Tool, mit dem ihr Schnüre auf eure Rollen spulen könnt. Das seht ihr auch hier. Das ist das gute Stück. Das habe ich mir mal gegönnt. Einfach, weil ich mal testen wollte, ob so ein Teil auch wirklich funktioniert. Im Endeffekt sieht es dann genau so aus wie auf der Verpackung hier. Man hängt die Spule dort ein in das Gerät und die Schnurspule hängt man auf die andere Seite. Und dann soll das hier laut Bild und Anleitung wunderbar funktionieren. Ich habe das Ding auch noch nicht ausgepackt. Ist auch gerade erst gekommen. Hier seht ihr auch, ist alles noch zugetackert. Das wollte ich gemeinsam mit euch zusammen machen und es auch gleich testen mit einer Rolle, die ich dann mit einer geflochtenen Schnur bespulen will. Dafür brauchen wir natürlich die Rolle und wir brauchen natürlich Schnur. So, jetzt habe ich hier alles mal vorbereitet und jetzt schauen wir uns mal das Tool hier genauer an. Also, das kann man einmal so aufklappen. Und jetzt sieht das hier auch schon so aus wie so eine Angel. Und ich denke mal, hier wird man dann gleich die Rolle einhängen. Und da kommt dann, ich glaube, hier ist so eine Sprungfeder. Da kommt dann irgendwo entsprechend die Spule rein. Also, ich nehme mal die Spule. Passt auf jeden Fall, sieht man, hält auch richtig schön fest, kann man festzurren hier. So, und jetzt werde ich nochmal die Schnurspule hier installieren und dann kann es losgehen. Dafür muss man laut Anleitung diesen Teil hier abmachen. So, jetzt werde ich die Spule darauf stechen und ja, laut Anleitung kommt dieses Teil wieder drauf. So. Kann man hier über das Schraubelement die Federspannung noch steuern. Jetzt habe ich die Feder so eingestellt, so dass sich die Spule noch dreht, aber schon ein Widerstand besteht, so dass die Spule nicht durchdreht. Jetzt habe ich das Ganze mal vorbereitet. Also ich habe jetzt mal die Rolle eingehängt hier in dieses Gerät, habe die Schnurrolle eingehängt. Die Schnur habe ich auf meiner Rolle mit einem kleinen Klebestreifen fixiert und jetzt wollen wir mal schauen, ob das Ganze auch wirklich funktioniert. Der Widerstand ist schon mal richtig gut. Also ich ziehe hier wirklich auf Zug Schnur ab. Jetzt bin ich fertig, Schnur ist drauf und ich muss sagen, es hat richtig gut funktioniert. Also ich bin auf jeden Fall begeistert. Man kann die Schnur auch abspulen wieder mit dem Gerät, dass man die Spule hier oben einfach lockert, dass man sie locker drehen kann, den Bügel aufmacht, die Schnur hier mit zwei Fingern in der Mitte so ein bisschen fixiert, damit sie sich hier nicht vertüdelt und dann dreht man einfach hier und zieht die Schnur quasi wieder von der Spule runter. Das mache ich einfach. Es fühlt sich an wie eine Angel. Man kurbelt einfach nur rein. Man kann hier vorne den Widerstand wunderbar über diese Feder justieren und anpassen. Also so, dass die Spule auch ja nicht durchdreht, sondern immer nur unter einem gewissen Zug sich anfängt zu drehen. Ich muss sagen, das Tool hat mich auf jeden Fall überzeugt. Das ging relativ fix.
auch das Ganze aufzubauen, anzubauen, zu montieren, die Rolle zu montieren, die Schnurrolle zu montieren. Das war super einfach. Also meines Erachtens nach ein richtig geiles Tool, sinnvolles Tool. Kompakt, man braucht keine anderen Hilfsmittel. Man hat einfach nur ein Tool, um seine Rollen zu bespulen oder abzuspulen. Das Ding hat, glaube ich, 30 Euro gekostet. Und ich kann das komplett alleine machen, am Tisch. Ich brauche nicht irgendwelche anderen Hilfsmittel wie einen Eimer oder ein Buch. Super geiles Teil, kann ich nur empfehlen. Ich packe euch den Link in die Beschreibung, in die Videobeschreibung. Das war's auch schon wieder. Falls euch dieses Video gefallen hat und ich euch damit weiterhelfen konnte, dann lasst mir doch gerne ein Like da, ein Abo da, wenn ihr nicht schon abonniert habt. Ich wünsche euch eine Tightline am Wasser. Alles Beste, beste Grüße, euer Underwater Tackle Team. Bye, bye.